Jetzt muss ich mal ein bisschen am Rücken zur Wand. Jetzt muss ich mal rechts fahren. Ja. Hafner, guten Tag. Nimm's doch bitte mal Platz. Ja, die Mütze werden Sie hier nicht brauchen. Ja. Sie wissen, dass Sie als Zeugin hier die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage macht man sich strafbar. 55 StPO. Ich belehre Sie außerdem, dass Sie auf Fragen nicht antworten müssen, wenn Sie sich selbst belasten können. Ja? Sie heißen Martina Hafner, 38 Jahre alt, wohnen in Düsseldorf. Sie sind ledig, Angestellte bei einer Sicherheitsfirma. Verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten sind Sie nicht. Wir sind heute hier, weil der Herr Deike am Nachmittag des 4. Mai dem Herrn Krüger im Keller des Hauses, in dem Sie auch wohnen, gefolgt sein soll. Da soll er ihm einen Schlafsack über den Kopf gezogen haben und dann mehrfach diesen Billardkö. Ja? Und zwar so lange, bis es Bewusstsein verloren hat. Sie wohnen ja in der Nachbarschaft von Frau Thies und Herrn Krüger. Ja, ich wohne im 2. Stock und die wohnen direkt über mir, im 3. Im 3. Waren Sie zur Tatzeit auch in Ihrer Wohnung? Ja, war ich. Ich hatte mal wieder Nachtschicht und bin vormittags so gegen 10 Uhr nach Hause gekommen. Todmüde und bin sofort ins Bett gefallen und eingeschlafen. Um 16 Uhr haben Sie da noch geschlafen? Nein, dafür hat Moritz schon gesorgt. Der hat mal wieder seine Musik voll laut aufgedreht. Macht Herr Krüger das öfters? Ja, und ich glaube, um mich zu ärgern. Mhm. Dann sind Sie wohl nicht besonders gut, auf ihn zu sprechen, oder? Das noch harmlos ausgedrückt. Der Typ steht mir bis hier. Ich glaube, der legt die Boxen extra noch so auf den Boden, dass sie besser direkt durch die Decke gehen. Haben Sie außer der lauten Musik noch was bemerkt? Ja, allerdings. Also das muss so gegen 20 vor 4 gewesen sein. Da ist die Musik ausgegangen und ich habe mitbekommen, wie Moritz die Wohnung verlassen hat. Mhm. Haben Sie ihn gesehen? Nein, gesehen habe ich ihn nicht. Aber der hat die bescheuerte Angewohnheit zu pfeifen und zwar ziemlich laut und falsch. Und als er an meiner Tür vorbei ist, da habe ich ihn gehört. Mhm. Und haben Sie danach noch was mitbekommen? Ich war dann ja hellwach und dann schlafen war nicht mehr zu denken. Also habe ich mir einen Kaffee gemacht und bin auf den Balkon raus, um eine zu rauchen. Und da habe ich gesehen, wie Nils das Haus verlassen hat. Ich habe doch gesagt, dass ich kurz nach Moritz raus bin, weil ich keinen Bock hatte, mehr auf Silke zu warten. Nee, das war nicht kurz nach Moritz. Das war erst 20 Minuten später. Ich habe mir nämlich zuerst einen Kaffee aufgesetzt, der musste durchlaufen. Dann bin ich auf dem Balkon eine rauchen. Und erst da habe ich gesehen, wie Nils aus ist. Ja, aber es passt doch. Gegen 16 Uhr wurde der Krüger verprügelt und danach sind Sie eben abgehauen, Herr Deike. Die lügt wie gedruckt. Ich habe Ihnen doch eben schon versucht zu erklären, dass ich nicht lange in der Wohnung war, weil ich erstens nicht wusste, wo Silke war. Die hat beim Friseur sein können, überall, was weiß ich, das dauert ein paar Stunden. Und dann bin ich raus, weil mir langweilig war. Langeweile. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es kurz nach 4 war. Und eilig hat er es auch. Warum soll sie es hier einfach so behaupten, frage ich Sie. Warum soll sie stimmen, was Sie sagen? Garantiert will die mir einen auswischen, 100%. Genauso wie der Moritz einen auswischen will. Aha. Und warum? Warum? Die kann uns nicht leiden. Ah. Liegt doch auf der Hand. Ja. Mann, schalt doch mal dein Hirn an. Ich meine, siehst du das irgendwie? Ich arbeite für ein Security. Da, wenn ich hier lügen würde vor Gericht, dann würde ich meinen Job riskieren. Und so blöd bin ich nicht. Können Sie die beiden ausstehen? Mal so gefragt. Also, nein, ich kann die beiden Typen überhaupt nicht ausstehen. Also ich meine, diese Dreiecksgeschichte ist ja sowieso so eine Sache für sich. Wenn Silke damit klarkommt, dann ist das ihr Ding. Aber ich kann einfach nicht verstehen, wie sie sich von den beiden nur ausnutzen lässt. Das mache ich ja auch jetzt nicht mehr. Mit ihm ist es aus und du bist morgen aus der Wohnung. Klar. Also ich würde es dir und mir auch wirklich wünschen, dass du das durchziehst. Du wirst also schon sehen, wie ernst ich das meine. Ja, ja. Also wie ist es denn eigentlich mit dem Streit, den Sie mit dem Herrn Krüger haben? Na, ich habe doch richtig verstanden, dass Sie beide sich nicht besonders mögen wegen der Musik und so, oder? Ja, das haben Sie schon ganz richtig verstanden. Mhm. Aber den Ärger, den hat er sich selbst zuzuschreiben. Ja, Ärger ist ein gutes Stichwort. Das ist ja ein handfester Nachbarschaftsstreit, oder? Wie ist es denn zu dem überhaupt gekommen? Ja, also das war vor circa 5 Monaten. Da hat er mal wieder die Musik voll laut aufgedreht, und zwar um 3 Uhr nachts. Mhm. Ich hatte Frühschicht und das heißt, ich muss um 5:30 wieder aufstehen. Ich war stinksauer und todmüde. Ich wollte einfach nur schlafen. Mhm. Also habe ich die Polizei gerufen. Mhm. Die sind dann auch gekommen. Aber in so Fällen ist es halt so, die können halt auch nur eine Mahnung aussprechen. Ach, tu doch nicht so. Angezeigt hat sie mich. Und anschließend muss ich ja noch 1000 Euro an sie bezahlen. Also. Niemand muss eine so hohe Geldbuße zahlen, nur weil er einmal nachts die Musik laut hat. Das mit der Musik war ja nicht alles. Sondern? Nachdem die Polizisten bei ihm oben für Ruhe gesorgt hatten und wieder weg waren, ist er so richtig ausgerastet. Ist raus auf den Balkon mit seinem ganzen Kompost
und hat ihn auf meinen Balkon runtergeschüttet. Der ist ja direkt drunter. Ja, ich musste doch Dampf ablassen. Ja, ja, Moment. Und dabei hat er mich noch wüst beschimpft. Also sowas wie hinterhältige Fotze war noch harmlos, wirklich. Ja, wenn ich mich doch abreagieren muss. Ja, was er nicht wusste, bei mir war die Balkontür noch offen und die Polizisten waren auch noch in meiner Wohnung, haben das alles mitbekommen und waren total entsetzt und haben mir dann auch geraten, irgendwie ihn anzuzeigen. Und genau das habe ich getan. Seitdem stellt er die Musik absichtlich immer dann laut an, wenn ich Nachtschicht hatte. Er hat das nicht akzeptiert damals, oder? Nee, der sieht das überhaupt nicht ein, dass ich im Recht war. Also er stellt die Musik extra laut und reißt sie aus dem Tiefschlaf. Sagen Sie mal, das lassen Sie sich doch nicht so einfach gefallen, oder? Ja, was soll ich denn machen? Wenn ich Nachtschicht habe, dann schlafe ich tagsüber. Da kann ich ihn nicht anzeigen wegen nächtlicher Ruhestörung. Er macht ja auch eigentlich nichts Illegales, nicht wahr? Da muss ich doch eine ganze Menge Frust aufgestaut haben, oder? Ja, das kann man so sagen. Und auf offiziellen Weg, da haben Sie recht. Da konnten Sie gar nichts tun. Ich denke aber, dass Sie an diesem 4. Mai die Schnauze voll hatten. Da war das Maß voll. Und als Sie gehört haben, dass der Herr Krüger in den Keller geht, da haben Sie Ihre Chance gewittert, sich für diesen Schlafpsychoterror endlich an ihm zu rächen. Nein! Ach, kommen Sie, gerade wenn man völlig übernächtigt ist, nicht richtig zum Schlafen kommt, da liegen schon mal gern die Nerven blank. Sie sind in den Keller gegangen, Sie haben zunächst mal diesen Schlafsack genommen, ihm den über den Kopf gestülpt. Nein, das war nicht so. Sie haben diesen Billardstock genommen und haben Sie mit mehreren heftigen Schlägen Ihrem Frust endlich mal freien Lauf gelassen, sich Luft gemacht. Ich hab den nicht verprügelt, auch wenn er es verdient hätte. Ja, wäre schön, wenn Sie das als Frage formulieren würden, Herr Vorlin, ne? Diese Unterstellungen. Wir haben unten im Keller keine Spuren von Verhaftener, vor allem nicht am Billardkö, anders bei Ihrem Mandanten. Da haben wir Fingerabdrücke gefunden an dem Kö. Ist ja auch klar. Wie oft habe ich denn da übernachtet? Wie oft? Ich habe da quasi gewohnt. Und wenn ich in den Keller gehe, irgendwelche Sachen raussuche, sind im ganzen Haus meine Fingerabdrücke verteilt. Ja, und nicht zu vergessen, die Verhaftener, die arbeitet ja, darauf liegt sie ja selber, besonderen Wert bei einer Sicherheitsfirma. Da ist es doch gewohnt, professionell, berufswegenmäßig dafür zu sorgen, wie man Beweise sichert oder wie man eben gerade keine Spuren hinterlässt. Da ist sie Vollprofi. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie entsprechende Vorsichtsmaßnahmen ergriffen hat und Handschuhe getragen hat, als sie dem Herrn Krüger in den Keller gefolgt ist. Schön, dass Sie es vorstellen können. Trotzdem können Sie Fragen stellen, ich hier alles unterstellen, Herr Vorlin. Das wissen Sie auch. Ich werde Sie schon noch dingfest machen, das verspreche ich Ihnen. Also Herr Vorländer, Sie werden hier schon noch auflegen. Herr Vorländer, nur weil es nicht gut läuft für Sie, müssen Sie jetzt hier nicht so ausflippen. Das ist nicht in Ordnung, wie Sie die Zeugin hier angeht. Muss ich mal so sagen. Warten wir die nächste Zeugin vielleicht mal ab. Die kann uns nicht bestätigen, dass der Angeklagte lügt. Ne? Die sagt uns nämlich, dass ihr Mandant gerade nicht kurz nach Herrn Krüger gegangen ist, sondern eben bis kurz vor 16 Uhr zu Hause gewesen ist. Also zügeln Sie sich ein bisschen. Ich finde es ganz merkwürdig, wie Sie die Zeugin angehen, nur weil es Ihnen nicht passt. Ja, Lisa? Gar kein Problem. Anna, den Antrag, das ist der Typ vom Sozialamt. Das ist voll der Widerling. Natürlich, du kennst doch die Silke, oder? Meine Nachbarin. Ja. Die Arme musste für den sogar die Beine breit machen, nur damit sie eine neue Waschmaschine kriegt. Voll der Perverse. Oh Gott. Sei Jenny Könemann, bitte. Anna, wartest du hier? Nee, du, ich war draußen. Also mit dem Widerling will ich wirklich hier nicht alleine bleiben. Ja, stimmt. Hast recht. Bis gleich. Hallo Jenny, 16 Jahre alt, da gleich die erste Frage, siezen oder duzen? Du, ist schon okay. Okay, also Jenny, du bist als Zeugin geladen, das heißt, du weißt auch, dass du die Wahrheit sagen musst, du würdest dich strafbar machen, wenn du was Falsches sagst, ist schon klar. Du heißt Jenny Könemann, 16 Jahre alt, wohnst in Düsseldorf, du bist ledig, Schülerin, nicht verwandt oder verschwägert mit dem Herrn Deike. Du weißt, warum wir heute hier sind. Ja, der Neue von Silke hat Moritz den Billardstöcken drüber gezogen. Der Neue, da meinst du den Herrn Deike? Ja, naja, genau. Ob der das war, das klären wir ja gerade erst. Ja, das bestimmt war der das. Der war ganz schön sauer. Ja, woher weiß der das? Ich habe ihn gehört. Weißt du noch, um wie viel Uhr das war? Das war kurz vor 4. Ich bin nämlich um kurz nach 4 mit dem Bus vor unserem Haus weggefahren. Ja, dann erzähl doch mal genau, was hast du da hören können? Also, was hat er gesagt? Ich wohne im 4. Stock, einen über Silke. Die wohnt ja im 3. Und ich bin an der Silke ihre Wohnungstür vorbeigegangen und dann habe ich gehört, wie der Deike drin rumgebrüllt hat. Und mit wem hat er da gesprochen? Keine Ahnung. Also ich glaube, der hat telefoniert. Ich habe nämlich nur seine Stimme gehört. Der war voll psycho drauf. Ich hatte echt Schiss, dass der Silke schlägt, wenn die nach Hause kommt. Und hast du gehört, was er da jetzt zu seinem Gesprächspartner gesagt hat? Ja klar, mir kam das Ganze komisch vor. Dann bin ich kurz stehen geblieben. Der Deike wollte wissen, was es bedeutet, wenn ein Test 2 Punkte hat. Und dann hat er noch so Sachen gebrüllt. Sowas wie, keiner vögelt meine Frau. Und dann hat er noch gesagt, dass er den Wichser fertig macht.
Und Sie, Herr Deike, wollen uns also weismachen, dass Sie sich überhaupt nicht aufgeregt haben, als Sie den positiven Schwangerschaftstest vorgefunden haben, ja? Kleine Göre lügt doch, ist doch klar. Ich weiß nicht, warum sie lügen soll, ich ganz ehrlich. Wenn einer lügt, dann sind Sie das hier. Sie sagt ganz klar, dass sie gehört hat, wie Sie sich aufgeregt haben über den Schwangerschaftstest. Dann sollen Sie auch noch telefoniert haben. Jemanden gefragt haben, was es bedeutet, wenn da zwei Punkte zu sehen sind. Und als Sie gehört haben, dass das heißt, dass Frau Thies schwanger ist, sind Sie ausgerastet. Ich habe mich nicht aufgeregt. Und außerdem war ich um diese Zeit überhaupt nicht mehr da. Ist doch ganz klar. Und außerdem will die kleine Göre mir hier nur einen reindrücken. Normal. Und warum soll sie ihn einen reindrücken wollen? Weil sie die ganze Zeit schon scharf auf Moritz ist. Ist doch überhaupt nicht wahr. Ach, hör doch auf. Also ich glaube auch, dass sich Jenny diese Geschichte in Wahrheit nur ausgedacht hat. Das habe ich nicht. Ich denke, sie meint, die Moritz Krüger einen Gefallen zu tun, wenn sie dessen Rivalen, den Herrn Deike, meinen Mandanten belastet. Ach, Quatsch. So ein Quatsch. Von deinen Nachbarn allerdings habe ich gehört, dass du den Moritz Krüger wirklich geradezu anhimmelst. Ach, das glaube ich nicht und das stimmt auch nicht. Wir verstehen uns gut, aber mehr auch nicht. Ach ja, aber seitdem Moritz Krüger dich mal gegen ein paar Mädels, die dich wegen deines Dialekts da gemobbt haben, verteidigt hat und von denen du seitdem in Ruhe gelassen wirst, hast du ja das Gefühl, du schuldest ihm was, oder? Du bist ihm doch da sehr dankbar. Na und? Ja, deswegen glaube ich eben, liebe Jenny, dass du dir diese Geschichte mit dem Telefonat schlicht und ergreifend ausgedacht hast. So ein Quatsch! Ich denke mir doch sowas nicht aus! Dieses Telefonat, das hat doch in Wahrheit nie stattgefunden. Ich sag dir mal was, Jenny. Der Festnetzanschluss von der Frau Thies und das Handy meines Mandanten wurde überprüft. Und was ist da rausgekommen? Dass nämlich 3 Stunden vor der Tat nicht ein einziges Mal da telefoniert worden ist. Dieses Telefonat, das gab's gar nicht. Naja, also Herr Verteidiger, wenn wir das Handy nicht haben, von dem telefoniert worden sein könnte, dann kann es trotzdem das Telefonat gegeben haben. Wir haben ja nur das Handy nicht. Ja, kann ich mal kurz was dazu sagen? Ja, bitte, Klaas, weiterhin die Wahrheit, ja? Worum es da geht. Also, Nils hat immer Prepaid-Handykarten und ja. Hat auch mehrere davon. Und wenn er gerade mal kein Guthaben hat, leiht er sich auch öfters mal die Handys von seinen Freunden. Also das kann gut sein, dass das da auch der Fall war. Na ja, dann wird er sich eben an diesem Tag auch ein Handy ausgeliehen haben. Ja, da gibt's ja nicht zu sagen, Herr Verteidiger. Moment mal, hat der Herr Deike Sie eigentlich angerufen, um Sie mit dem Ergebnis dieses Tests zu konfrontieren? Nee. Ja, wann hat er Sie da mit dem Test konfrontiert? Nee, gar nicht. Also an dem Tag, an dem er Moritz verprügelt hat, habe ich ihn dann drauf angesprochen. Ob er den Test gefunden hat und deswegen irgendwie ausgetickt ist. Ja, und was hat er da gesagt? Ja, er hat es natürlich abgestritten, aber ich glaube dem kein Wort mehr. Und Moritz glaubt ihm auch nicht. Ja klar, Moritz, der hat uns doch alle aufgehetzt. Ach, sei doch ruhig. Ach, sei doch ruhig. Ich habe nichts mit Silke, Capito. Ich wohne nur noch bei ihr, weil ich keine andere Wohnung habe. Ich weiß nicht, von wem das Kind ist. Wann geht das endlich in deinen Schädel rein? Wie? Das Kind ist gar nicht von dir? Zwischen mir und Silke lief nichts. Echt jetzt? Aber du hast doch gesagt, dass Silke den Deike gar nicht rangelassen hat. Ja, und? Naja, ich dachte, das Kind muss dann eben von dir sein. Aber wenn es nicht von dir ist, von wem ist es dann? Hammer! Jetzt mach doch mal deinen kleinen Mund auf, sag, von wem du dich Vögel lässt, verdammt! Geht zum dich nichts mehr Herr Deike, an! Ich hätte bitte gerne eine andere Ausdrucksweise hier. Ja, ja, Mann, ey. Sag bloß. Ich glaub's nicht. Ach du Scheiße. Was denn? Das ist ja krass. Das mit dem Typen vom Sozialamt. Das ist ganz anders, als du denkst. Ich bin zwar noch keine 18, aber ich bin nicht blöd, okay? Du bist schwanger von dem Typen. Jenny. Von welchem Typen? Wirklich. Naja, also ich habe Silke damals versprochen, niemandem davon was zu erzählen. Aber was zu viel ist, ist zu viel. Silke wurde vergewaltigt. Nein. Du wurdest vergewaltigt? Nein. Wirklich, das hast du irgendwie falsch verstanden. Ich hab's doch genau gesehen, unten im Waschkeller. Jetzt Moment, was hast du da gesehen? Na, wie sie vergewaltigt wurde. Wann war das und was hast du da genau gesehen? Also das war Ende März. Ich sollte von meiner Mutter aus im Keller noch eine Fuhre Wäsche zum Trocknen aufhängen. Vor der Waschkellertür habe ich schon so komische Geräusche gehört. Dann bin ich vorsichtig näher und habe durch den Türspalt geschaut. Und dann habe ich gesehen, wie der Typ vom Sozialamt die Silke an die Wand gedrückt hat und dann hat er mit ihr geschlafen. Gegen ihren Willen? Ja, klar. Nein. Die Jenny hat da wirklich was falsch verstanden. Wo finde ich den Wichser? Den mache ich fertig, Mann! Ist gar nichts machen Sie, Frau Thies, wenn Sie Hilfe brauchen. Also ich würde Ihnen wirklich raten, dass Sie direkt nach der Hauptverhandlung hier Anzeige erstatten. Nein. Ich meine, es geht natürlich nicht und kann nicht geduldet werden, wenn ein Mitarbeiter einer Behörde sei, die Notlage seiner Kunden ausnutzt. Ich wurde nicht vergewaltigt. Da war nichts. Dann hat er dich erpresst, damit du es mit ihm machst. Ich habe kurz nach dem Vorfall Silke drauf angesprochen. Und dann, ich dachte erst, dass sie den Deike beschissen hat oder so. Aber dann
hat sie sich bei mir ausgeheult. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie nur die Beine für den breit gemacht hat, damit sie eine neue Waschmaschine kriegt. Ich muss hier, glaube ich, noch was aufklären. Also, das im Keller, das war alles freiwillig. Jetzt mal ganz langsam. Das ist eine heikle Geschichte. Wenn es freiwillig war, dann heißt es, sie hatten eine Affäre mit diesem Sozialamtsmitarbeiter, oder wie? Ja, mit Bodo, also Herr Wiese. Das ist mein Betreuer im Sozialamt. Ich glaub's nicht. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Hör mal, weil ich mal nicht kann, wann ich will, setzt du mir die Hörner hier auf, oder was? Fix, du Spinner vom Amt! Ey, no, jetzt, wegen einer Waschmaschine! Jetzt, seien Sie mal ein bisschen ruhig. Ich kann auch nicht ruhig sein. Ich kann diesen Tonfall nicht mehr verstehen. Und nicht akzeptieren kann ich die Ausdrucksweise. Es ergeht folgender Beschluss. Gegen den Angeklagten Deike wird hier mit Ordnungshaft von 4 Tagen verhängt. Können Sie mal zusammenzählen? Ist schon mal eine Woche jetzt. Das ist echt eine heikle Geschichte. Und deswegen frage ich jetzt noch mal, wirklich, das, was zwischen Ihnen da war, das war freiwillig? Ja, das war freiwillig. Bodo ist endlich mal einer, der mich ernst genommen hat, im Gegensatz zu den Idioten hier, echt. Und das im Keller, das war eher spontan. Normalerweise ist da keiner. Als Jenny uns dann gesehen hat, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Da musste ich mir irgendwas einfallen lassen. Ich mir halt das mit der Waschmaschine. Ja, wieso könnten Sie ihr nicht die Wahrheit sagen? Ich hatte halt Angst. Ich meine, dass Angst sie mir vom Sozialamt irgendwas streichen oder dass Bodo da irgendwie Ärger bekommt. Also ich hatte einfach Angst, dass sie was sagt. Ich habe mir voll die Sorgen gemacht. Ich dachte echt, du wurdest vergewaltigt. Das habe ich doch nie gesagt. Das tut mir echt leid, dass du es irgendwie falsch verstanden hast. Aber ich hatte einfach Angst, dass du irgendwas sagst. Wirklich. Es tut mir leid. Dann ist der Herr Wiese wohl auch der Vater ihres Babys? Ja. Und warum machst du dann noch so ein Geheimnis mit Nils? Ja, ich hatte einfach Angst. Ich meine, die vom Sozialamt müssen das ja nicht gerade wissen. Und das, vielleicht streichen die mir dann irgendwas oder vielleicht bekommt der Ärger. Habe ich ja gesagt. Das ist, ich hatte einfach Angst, okay? Also ich kann ja nicht beurteilen, ob dieser Herr Wiese Ihnen irgendwelche Dinge, wie zum Beispiel diese Waschmaschine, zu Unrecht bewilligt hat. Aber ich kann Ihnen versichern, wenn da alles mit rechten Dingen zugegangen ist, jedenfalls die Grundsicherung wird man Ihnen nicht kürzen oder streichen, nur weil Sie eine Beziehung mit einem Mann von der Behörde haben. Siehst du, da hast du vielleicht doch noch was Positives. Oh Mann, ey, das ist echt so. Es geht mir doch überhaupt nicht um die Sachen. Ich liebe Bodo. Außerdem hast du sowieso nichts davon. Ja, ja. Ja, du wohnst ab heute nicht mehr bei mir. Hast du es endlich verstanden? Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Doch. Während wir hier nämlich sitzen, hat Bodo nämlich das Schloss ausgetauscht, einen Koffer gepackt und wartet draußen. Das meinst du nicht ernst? Doch. Flug. Dann zieht der Kerl jetzt bei dir ein, oder was? Zum letzten Mal. Es geht dich nichts an, okay? Ja, es geht mich nicht. Herr Deike, Sie haben wohl den Falschen verprügelt, ha? Ja? Ich hab niemanden verprügelt. Ja, Sie bleiben dabei. Sie bleiben dabei. Ja. Sie haben die Tat, die brutale Tat, die wir verhandeln, nicht begangen, ja? Genau das ist es. Schön. Gut. Anderes Thema zunächst. Hat noch jemand Fragen? Keine, an die Jenny? Keine Fragen, danke. Jenny Könemann bleibt unvereidigt. Dankeschön. Nimm doch bitte hin. Platz. Auch die Frau Thies bleibt weiterhin unvereidigt. Dann habe ich noch einen Auszug aus dem Bundeszentralregister. Der wird hiermit verlesen. Nils Deike, 2 Eintragungen, 15.09.2008, Amtsgericht Düsseldorf. Betrug in 6 Fällen, Gesamtverwaltschaft von 1 Jahr, ausgesetzter Bewährung, 2 Jahre Bewährungszeit, Strafaussetzung widerrufen am 19.04.2010. Zweite Eintragung, 22. März 2010, Amtsgericht Düsseldorf. Hehlerei, 8 Monate Freiheitsstrafe. Noch irgendwelche Anträge, weitere Erklärungen? Dann schließe ich die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt, bitte. Großrichter, Herr Verteidiger, ich muss Sie wohl nicht verstehen, Herr Deike. Hier haben Sie so eine große Klappe, aber dann lassen Sie monatelang den Ex mit Ihnen und Ihrer Freundin zusammen da hausen und kriegen den Mund nicht auf. Und als Sie dann den Ex-Freund verdächtigen, Ihre Freundin geschwängert zu haben, kriegen Sie den Mund immer noch nicht auf. Stattdessen entscheiden Sie sich für eine ganz brutale, feige Tat, wegen der Sie angeklagt sind. Dann habe ich überhaupt keinen Zweifel. Sie sind der Täter. Ihr Rivale hat Ihr Stöhnen gehört. Die Zeugin Hafner hat Sie gesehen, wie sie nach der Tat aus dem Wohnblock rausgerannt sind. Und die Zeugin Könemann, die hat ihr ganz überzeugend gesagt, dass sie auch vor der Tat schon stinksauer waren. Ne? Ich meine, sie haben einfach, manche sind unbelehrbar, sie haben einfach aus ihren Vortaten, aus ihren Vorstrafen nicht gelernt. Ne? Und diese Vorstrafen, die wirken hier natürlich zu ihren Lasten, genauso das brutale und das gefährliche Vorgehen. Ich meine, der Köst zerbrochen, mehr muss ich ja wohl nicht sagen. Ein Geständnis wäre hübsch gewesen, sie haben sich dagegen entschieden, das ist ihre Meinung und ihre Entscheidung. Ich beantrage den Angeklagten nach alledem zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 3 Monaten zu verurteilen. Danke, Herr Staatsanwalt. Herr Verteidiger, bitte. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, wir haben hier 3 Männer und ein Baby und wir haben aber auch 3 mögliche Täter und eine Tat. Das sind neben meinem Mandanten ganz ohne Frage Silke Thies
und das ist Martina Haffner. Alle drei mit einem Motiv und mit der Möglichkeit zur Tatbegehung. Wie schaut es denn nun mit der Beweislage gegen meinen Mandanten aus? Herr Staatsanwalt, zunächst einmal der Geschädigte. Der hat nicht gesehen, auch gar nicht sehen können mit dem Schlafsack über dem Kopf, wer ihn da genau mit dem Billardstock malträtiert hat. Und dann das Motiv Eifersucht bei meinem Mandanten. Angeblich wegen dieses Schwangerschaftstests, das er da gleich begriffen hat, Moment mal, das kann ich gar nicht sein. Ist doch überhaupt nicht erwiesen. Es kann doch genauso gut sein, dass es so war, wie es mein Mandant geschildert hat, nämlich, dass er sich gar nicht Gedanken darüber gemacht hat, beziehungsweise gar nicht auf die Idee gekommen ist, dass das hier ein Schwangerschaftstest sein könnte, der seiner Freundin, seiner damaligen, zuzuordnen ist. Und schließlich, es steht überhaupt nicht fest, ob dieses seltsame, belastende Telefonat zwischen Jenny Köhnemann und meinem Mandanten überhaupt stattgefunden hat. Nach all dem beantrage ich mangels Tatnachweis für meinen Mandanten Freispruch. Vielen Dank. Danke, Herr Verteidiger. Herr Deike, Sie haben die Anträge gehört. Sie können sich selbst noch verteidigen. Sie haben auch das letzte Wort. Ich war's nicht. Ey, 3 Jahre. Verstehen? Ich war das nicht. Dann ziehe ich mich mit den Schöffen zur Urteilsberatung zurück. Aufstehen. Im Namen des Volkes verkündige ich folgendes Urteil. Der Angeklagte Nils Deike ist schuldig gefährlichen Körperverletzung, § 223 Absatz 1 vor 24 Absatz 1 Nummer 2 Strafgesetzbuch. Wird deshalb zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 9 Monaten sowie zu den Kosten des Verfahrens verurteilt. Nehmen Sie bitte Platz. Ja, natürlich. Die Frau Thies und auch die Frau Haffner, die hatten doch auch ihre Probleme mit dem Herrn Krüger. Aber für die Frau Thies wäre es doch viel einfacher gewesen, einfach die Tür zuzumachen, was ich Ihnen heute noch raten würde übrigens. Und den einfach rauszuwerfen. Ich glaube nicht, dass Sie, doch etwas schmächtiger diesen 110-Kilo-Mann da niederschlägt. Und die Frau Haffner, klar, lag die im Clinch mit dem Herrn Krüger. Aber die ist doch an dem Tag um ihren Schlaf gebracht gewesen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich da anzieht und ihm in den Keller folgt. Das ist doch wirklich nicht naheliegend. Da gab es auch sicher schon Situationen, wo sie eher aus der Haut gefahren wären. Ich meine, das ist viel weiter hergeholt als ihre doch sehr akute Erregung. Ja? Sie haben nämlich an dem Tag diesen Schwangerschaftstest gefunden und, um jetzt mal in Ihrer Sprache zu bleiben, haben sofort gewusst, dass nicht Ihr Gießkännchen die Frau Thies gegossen haben kann. Da waren Sie immens eifersüchtig. Und die Jenny hat ja auch ein Telefonat gehört, und ich wüsste nicht, warum die Jenny lügen sollte, wo Sie noch gefragt haben, was bedeuten denn diese 2 Punkte auf dem Test? Und dann sollen Sie noch Dinge gesagt haben, die ich so gar nicht ganz wiederholen will. Meine Frau, keiner, den mache ich fertig. Ja, das passt alles zusammen. Wir sind überzeugt, Sie waren es, zumal der Herr Krüger Sie erkannt hat und er hat jetzt keinen besonderen Belastungseifer gehabt. Er hat nämlich nicht gesagt, ich habe ihn genau gesehen. Nein, der hat schon sehr schön differenziert. Gesehen habe ich ihn zwar nicht, ich habe ein Stöhnen gehört und aufgrund der beengten Wohnsituation kann er wohl Ihr Stöhnen auch richtig einordnen. Ja, wir sind unter Ihrem Antrag geblieben, Herr Staatsanwalt, weil er nicht einschlägig vorbestraft ist. Betrug, Hehlerei, das ist das erste Mal, dass er gewalttätig geworden ist. Aber was massiv strafschärfend ins Gewicht fällt, sind die Verletzungen. Schauen Sie sich die mal an, wie er da ausgesehen hat. Das eine sieht man jetzt noch unterm Auge. Und was noch viel schlimmer ins Gewicht fällt, ist die Rückfallgeschwindigkeit. Im März sind sie erst verurteilt worden. Im April ist dann noch ihre alte Bewährung widerrufen worden. Ja? Da wussten sie schon, dass sie 2 Dinge abzusitzen haben. Tun sie ja im Moment gerade. Und Anfang Mai rasten sie schon richtig aus. Nee, also da muss ich sagen, da ist eine massive Freiheitsstrafe nötig. Eine Haftentscheidung müssen wir gar nicht treffen, weil sie ja sowieso jetzt schon in Strafhaft sind. Gegen das Urteil kann noch innerhalb einer Woche Berufung oder Revision eingelegt werden. Frau Thies, also was ich schon seltsam finde, erzählen Sie tatsächlich, da sitzt der Herr Krüger bei Ihnen im Wohnzimmer und haut mit der Bierflasche auf den Tisch so lang und hört erst auf, wenn Sie ihm eine neue Bierflasche bringen. Und was ist, Sie bringen ihm tatsächlich noch eine neue Bierflasche. Ich kenne das aus meinem familiären Umfeld und ich kann Ihnen auch wirklich sagen, wie man so eine Tyrannei beendet. Ja? Also wenn man sofort aufspringt, dann wird dieses Schreien und Fordern, immer fordernder, immer häufiger, immer lauter, immer schneller. Da muss man auch mal cool bleiben. Da muss man auch mal weghören, nicht sofort reagieren. Dann hört es auch ganz schnell auf. Also bevor ein falscher Eindruck entsteht. Meine Tyrannen sind ein bisschen kleiner, ein bisschen sympathischer auch als der Herr Krüger. Und bei den Flaschen handelt es sich normalerweise um Milchflaschen. Vorher ist die Hauptverhandlung geschlossen. Ach,
Jetzt erstmal ein schönes, kühles Blondes, die Füße auf die Couch. Hier deine Sachen. Was soll das jetzt? Schönes was, Leben noch. Spinnst du? Hör mal, das machst du doch jetzt nicht. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Hau ab.